Willkommen bei Locker mit Docker. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Docker Hub. Und zwar habe ich im letzten Video gesagt, dass ich noch das Pushen des Containers auf Docker Hub zeigen möchte. Wie man jetzt quasi unseren Container, den wir gebaut haben, auf Docker Hub hosten kann. Dazu habe ich mir einen neuen Container ausgedacht, der heißt Test und der beinhaltet folgendes Dockerfile. Und zwar, wir machen von Ubuntu ein Update, Upgrade und installieren uns Git und der Entry Point ist auch Git. Das bedeutet, alles, was wir mit dem Container machen, fängt erstmal mit Git an. Ich habe ihn jetzt lokal schon mal gebaut unter dem Namen Test und getestet, er funktioniert. Jetzt müssen wir ihn aber für Docker Hub vorbereiten. Das heißt, wir bauen den Container jetzt noch einmal. Docker build t, mein Nutzername auf Docker Hub und Test. Aus dem aktuellen Verzeichnis fertig. Wir hatten ihn ja schon, ich hatte ihn ja vorher schon gebaut. Jetzt kann ich ihn auch wieder nutzen wahrscheinlich Docker run minus i Müller mh Test Status, weil es ja ein Git. Und da ist der Status von Git. So, jetzt muss ich mich bei Docker noch anmelden. Docker Login. So, jetzt fragt er mich nach meinem Benutzernamen und er fragt mich nach meinem Passwort. Und am Ende bin ich dann eingeloggt. Alles klar, jetzt können wir sagen Docker Push Müller mh für das Ding Test und Doppelpunkt Latest zum Beispiel als Tag, unter welchem wir den da dort, unter welchem wir ihn dort pushen möchten. So, und jetzt fängt er an, er schiebt das ganze Ding hoch auf Docker. Jetzt können wir gleich schon mal die Webseite aufmachen. So, jetzt hat er das fertig gepusht, hat ein bisschen gedauert. Und anschließend kann ich jetzt theoretisch auf Docker Hub meinen neuen erstellten Container finden. Suchen wir mal. Und da ist er ein Pull. Und wir haben ihn. Keine Description, nichts drin. Ich habe hier keine README-Textdatei. Und wir haben hier ein Latest 120 MB hochgeladen. Und ja, schon haben wir unseren Docker-Container global public zur Verfügung für jeden, der ihn dort runterladen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt selber eure Container auf den Docker Hub pushen. Und Daumen hoch, Daumen runter, das übliche abonnieren. Wir sehen uns.